Es war, als erleuchtete ganz plötzlich etwas den gesamten Raum. Okay, das war nichts. Machen wir nochmal. Was denn die zweite? Es war... Was denn die dritte? Es war, als erleuchte ganz plötzlich etwas den gesamten Raum. Ein liebliches Licht durchflutete die Stube, die nun in wohligem Glanz gehüllt war, untermalt von dem fast lautlosen Staunen der Kinder. Mit offenen Mündern standen sie da, blickten fast ungläubig auf den Weihnachtsbaum. Gerade eben hatte die Mutter den ansonsten fast freudlos wirkenden Weihnachtsbaum verziert und ihn mit einem Griff zum schönsten Weihnachtsbaum gemacht, den die Kinderschar je gesehen hatte. Ja, bei unserem fehlt vielleicht noch ein kleiner Tick, vielleicht was selbstgebasteltes. Typisch HSV-like, da ich das aber überhaupt nicht kann, lassen wir da richtige Profis ans Werk. Liebe HSV-Fans, die HSV-Weihnachtsgeschichten werden euch präsentiert von Die Personalköpfe GmbH, euer fairer Personaldienstleister in Hamburg. Wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent. Gebastelt habe ich schon mal, ja. Wann das jetzt war, keine Ahnung. Das ist sicher schon Ewigkeit her. Und ich weiß, dass ich ganz sicher kein guter Bastler war, aber ich werde trotzdem mein Bestes geben. Ja, mit der Schere konnte ich schon umgehen. Ja, wenn ich das letzte Mal gebastelt habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es besonders gut gewesen ist. Aber ja, die Kids gleich werden das wahrscheinlich besser machen als ich damals. Du hast schon künstlerische Ader ein bisschen. Ja, schon, aber basteln wäre nicht so meins. Ja. Kann andere Sachen besser. Cool. Ah! Komm rein! Hier locker chillen. Hallo! 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 Hallo. Und wie geht's? Gut! Ja? Oh, HSV-Trikot? Dino ist auch hier, oder was? Hermann? Basteln? Boah, ich kann gar nicht basteln. Kann mir jemand helfen dabei? Ja. Ja? Ja. Seid ihr gut? Ja. Gut. Ja, ich bin nicht so gut. Boah, die Stühle sind ja klein, ey. Oder sind die groß? Oh, die sind klein, ne? Weil ihr auch noch kleiner seid als ich. Aber du musst erstmal den Stern jetzt hier ausschneiden. Kannst du das? Dann zeig mal. Zeig mal, wie du hier drum rumschneiden kannst. Abreißen. Kannst du nicht? Probier mal. Ja, probier mal hier zu schneiden und ich halte das fest. Ja. Schaffst du? Probier einmal. Komm, wir drehen das so. Okay, und jetzt schneide los. Gut. Pass auf deinen Finger auf. Okay, jetzt. Gut, gut. Gut. Jetzt von hier. Ja. Siehst du, geht doch. Blau, ja genau. Jetzt machen wir so kleine Kugelchen, wenn ich es richtig verstanden habe. Warte, mach dir das mal auf, ich helfe dir mal. So, oh, jetzt aber. So. Zeig mal. Gut, sehr gut. Das, ganz schön groß, hä? Ja? Ich leg's mal hier hin, mal gucken, vielleicht. Wir gehen von hier so, wir gehen jetzt so rum. Okay. Gut. Jetzt weißt du, wie das geht, ne? Jetzt machst du das gut. Hallo. Noch ein bisschen. Genau. Perfekt. Und jetzt hier. Gut. Gut. Jetzt hier. Was ist los? Ja, ist nicht schlimm. Ja. Ich brauche ein bisschen Weiß jetzt. Top, danke.
Sehr gut, Mathe. Jetzt müssen wir langsam schon kleben, hä? Du bist ganz schön schnell, da komme ich gar nicht mit. Du bist mir fast zu schnell. Ja, warte kurz. Ja, warte mal. Rote Kugel. Geht das? Mit dem Stern? Achtung. Hallo, wir müssen weitermachen. Sollen wir auch mal unseren Stern bekleben? Sehr, schau da, drüben sind auch schon viele. Ich mache dir noch ein paar blaue Kugeln, okay? Mach mal schön alles hier mit Kleber voll, wo du halt das drauf haben willst. Einmal hier noch pink. Unsere gehen in die Richtung. Bin, glaube ich, sehr zufrieden damit. Ein bisschen mehr Farbe reinkriegen in das Ganze. Ist uns sehr gut geglückt und hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Hoffentlich den Kids auch drüben, mir auf alle Fälle schon. Ramon, wie sieht euer Stern aus? Ja, unser Stern sieht auch ziemlich gut aus, finde ich. Wir haben uns gedacht, je voller, desto besser. Das haben wir auch gut hinbekommen. Nein. Doch. Nein. Ja, und ich bin sehr zufrieden mit unserer Gruppenarbeit. Kommt auf alle Fälle an unseren Weihnachtsbaum. Das wird super aussehen. Da haben wir das gute Stück und ich finde, der ist richtig schön geworden. Also ab damit an den Weihnachtsbaum. Oh, hier ist ein sehr schönes Plätzchen, reiht sich wunderbar ein. Ich sehe gerade, dass der Baum gar nicht echt ist. Aber ich würde sagen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum, denn ich mache jetzt erstmal Feierabend.